So, ich als Russe. Das spielt irgendwie keiner, obwohl die eigentlich meiner Meinung nach meistens besser sind. Vor allen Dingen mit diesen lächerlichen Waffen, wo du 80 Schuss dran hast. Auch im Magazin ist schon witzig. Posten drin, das sieht so aus. Ich brauche noch meinen dazu. Artillerie, огонь по квадрату! Принято! Artillerie, огонь! Schon die ganzen eigenen Leute, da halte ich mal mit rein. Der fällt besser, der Posten hier. So dran gewöhnt, dass ich hier der Einzige mit dem Posten aufbaut, aber okay. Lass mich doch hier durch. Schon. Ist das Ding schon wieder runtergefallen? Ich will hier ein bisschen Platz haben, wenn ich mich hier bewegen will. Vorab wird schon gut verteidigt. Sehen tun wir nichts. Weit. Okay, dann gehen wir da nicht hin, machen wir die Tür zu. Machen wir hier eine Todestür draus. Könnte unseren Posten vorverlagern nach rechts. Die Angriffswelle dort ein bisschen zu nehmen. Damit wir hier zwei Posten haben. Bauen wir hier noch einen Posten hin. Das kann clever sein, muss nicht. Wichtig ist, wenn der jetzt hier von rechts rauskommt, dass er nicht gleich das Ding sieht. Deswegen kommt hier noch eine Wand hin. Ich meine, er wird eh damit rechnen, dass es dann da ist, aber so haben wir jetzt hier nochmal einen Posten auf außen. Aber irgendwie ist hier heute nichts mehr los, ne? Ist heute sehr entspannt, egal wo ich mitspiele. Wir gewinnen das eigentlich. Und noch 20 Schuss gegen einen. Lass nicht zu, dass der Feind seine Position festigt. Ja, hier kommt doch gar kein Feind. Wo ist denn hier der Feind? Hier ist doch gar kein Feind zu sehen. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. So, beim Punkt wird nicht verteidigt, oder wie? Ernsthaft? Keiner verteidigt einen Punkt? Ja. Ach, wie schön, dass ich da noch einen Posten hingebaut habe. Können wir jetzt das Ding versuchen zu verteidigen? Es ist niemand zu sehen hier von den Gegnern. Ich renne hier um das Schlachtfeld und keiner ist da. So. Der halbe Punkt ist eingenommen. Innerhalb von Sekunden. Jetzt reicht es mir, aber er geht mir nämlich ganz schön da drüben auf den Sack. Manchmal, ne? Manchmal hängt die Maus so hinterher. Was?
Pionierabteilung mal stürmen. Ach, scheiße. Den habe ich jetzt gehofft, dass der mich nicht sieht. Wenn ich da nämlich stehen bleibe, bin ich am Arsch. Da wird es doch noch interessant, aber die ersten 300 Spawns sind schon weg. So. Aber gesnipert wird ganz toll. Immer ganz großartig. Mit viel Liebe und so. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Wie kann es eigentlich sein, dass wir hier den Kontrollpunkt... Automatik gestellt, aus Versehen. Ist mir egal. Ist den Posten verloren. Ich weiß gar nicht, welche Taste ich gerade gedrückt habe. Der Posten geht jetzt drauf. 100 pro, ja. Jetzt kriegen sie das vorne auch. Weil so schnell komme ich nicht nach vorne wieder ran. Hier laufen, Freunde. Es ist immer egal, auf welcher Seite ich mitspiele, ne? Es ist immer Wahnsinn. Bewegungstempo immer so. Ja. Wenn sie auf Arbeit sind. Links ganz, ganz viele Deutsche. Jetzt hier sitzt noch einer drin, hier, ne? Schaffe ich das noch? Ich muss es schaffen. Wenn die Verstärkung kommt, halten wir den Punkt noch. Waffe in die Hand. Ja, wie wahnsinnig schnell das Ding hier wieder eingenommen wird. Nur ein Mann drin. Dann auch nicht mehr. Oben das Ding ist ganz beschissen einzunehmen. Das fing auch wieder langweilig an und entwickelt sich jetzt langsam zu einer kleinen Darmspiegelung. Weil der Gegner ist schon da und wir natürlich noch nicht. Schön, dass gleich alle Leute spawnen. Das ist ja ganz nett. Rechte Flanke abdecken. Ich kann erstmal den Weg. So, rein hier. Weg ist frei. Oh, da steht einer hinter mir. Mal hoch hier.
alle an der Wand. Die kommen hier gleich rein. Panzer steht unten, ist okay. Der kann auch stehen bleiben, solange er da steht. Posten verteidigt, wir sind alle da. Das sieht doch erstmal ganz akzeptabel aus, so wie wir es jetzt haben. Der Panzer steht so weit hinten, den könnten wir uns schnappen. Mit der Eingreifgruppe, mit der schnellen. Ich weiß, wo er steht. Ziemlich weit. Das ist ziemlich weit. Wenn er jetzt stirbt, ist okay, dann ist so. Ein bisschen bescheiden. Wahrscheinlich. Das haben wir nicht viel machen können, aber das können wir. Überhaupt nicht auffällig, gar nicht gefährlich hier, gar nicht gefährlich. Es ist. Aber es nervt. Und darum geht's. Es nervt. So, der Panzer 2 traut sich nicht nach oben. Das ist gut. Solange der sich nämlich nicht nach oben traut, haben wir gute Karten, den Punkt zu verteidigen. Jetzt hören noch. Wird jetzt so oder so von hinten erschossen. Kann ich mal halten. Kleinen Karabiner. Gegen 10 Leute. Hat er Glück gehabt. Aber es reicht. Ja, den Punkt haben sie. Ich kann auch nicht mehr spawnen wegen Artillerie. Ja, die haben Posten aufgebaut und jetzt sind sie dran. Und wenn wir jetzt da jetzt nicht reinstürmen, Artillerie in 10 Sekunden. Muss ich bewegen, muss laufen. Artillerie auf links, ich gehe. Artillerie auf rechts, ich gehe links lang. Beine weggesetzt, ist mir egal. Das ist noch einer, der kennt mir nicht zu viel. Kenn ich nix. Letztes Mal geschossen. Hier. Oder doch nicht mehr. Was? Wie schnell konnte er? Er hat gerade geschossen, zack! Instant nachgeladen. Der war auch nicht schlecht. Runter. Manchmal hast du halt Pech bei so einer Aktion, ne? Manchmal. Jetzt kann ich da auch nicht mehr hinrennen.
sonst werden sie den Punkt auch kriegen. Gut, dann noch die Magazine entleeren, wenn wir können. Viel mitnehmen, wie wir können. Kontinuierlich ziehen wir uns zurück. Wir kommen nicht mehr voran, glaube ich. Das Haus ist natürlich Checkpoint Nummer 1. Das hätten wir jetzt auch länger verteidigen müssen. So, dicht hier wirklich ran an den Verein. Mal gucken, ob wir es schaffen, die Verteidigung nach vorne zu legen. Angreifbar. Viele Fenster und so, die kommen schon alle über links. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Ja, den werden wir nicht lange halten können, das weiß ich jetzt schon. Ich habe hier nur diese Tür zu verteidigen. Darf ich mal? Oh, mein eigener Mann. Shit. Hopp. Hopp. Wieso treffe ich die nicht, wenn ich hier rumstehe? Danke. Gerade rechtzeitig den Kopf eingezogen, der hätte getroffen. Heute schieße ich echt nicht gut. So jedenfalls mein Gefühl. Ja, wir sind jetzt erstmal am Punkt, das ist schon mal gut. Brauchen wir die Pionierabteilung jetzt? Nicht unbedingt. Erstmal wird der Punkt verteidigt, das ist schon mal in Ordnung. Die heben wir uns auf. Diesmal warten wir mal strategisch ab. Erstmal einen Panzer irgendwo auf eine Flanke kriegen, am besten auf links. Wie sieht's hier mit der Verteidigung aus? Natürlich ist keine da. Ja, das wollte ich immer schon mal machen. Das ist... Zugeben, es sieht doch lustig aus. Ich kann meinen Pionier gerade nicht auswählen. Heil dich mal. Mach ein bisschen hin.
Panzer gesichtet. Können wir gerade nichts gegen machen. Oh, komm schon! Weißt du, dieses eine tausendstel Sekunde, das ist Luck. Das ist einfach nur pures Glück. Ja? Da kommt es auf Serververbindung an, ne? Auf Intuition, alles Mögliche. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Wir haben die Hälfte unserer Position verloren. Reicht euch am Frieden, Männer. Da habe ich jetzt gehofft, dass sie das verteidigen. Machen sie nicht. 500. Ah, es könnte knapp werden. So, jeder weiß, dass das Ding absolute Todesfalle ist. Wenn man das gut verteidigt, dann ist da nichts zu machen. Setze ich es hier rein. Bisschen mittig. Вызываю огонь артиллерии! Принято! Артиллерия, огонь! Auf keinen Fall über links kommen. Links läuft einer schon graben ab, das sieht gut aus. Hat auch Artillerie gehauen, wie so ein Verrückter. Dann schauen wir mal, was geht. Hat jetzt zwar nichts gebracht, nichts mehr erschießen, aber hey. Wenn man nur so viel Sahne haben. Dann manchmal viel hilft viel. Wenn nichts geht, geht's nichts. Super einfache Bots, die werden wir ja wohl erschossen bekommen. Auch den hier. Ja, der Stacheldraht ist trotzdem da. Den Posten kann man nehmen, das ist gut, dass wir die linke Flanke noch kriegen. Ich weiß sowieso, wo die jetzt sitzen. Wir müssen nur die Leute da drinnen behalten, ein paar, die da aufpassen und dann ist gut. Ich schleiche mich jetzt jedes Mal nach vorne und dann drehe ich da schon hin. Das kommt mir schon alles weggekriegt worden. Ja, das ist einfach immer geil. Wie kann es eigentlich sein, dass wir den Punkt verlieren? Wie geht das? Er darf durch seinen eigenen Mann wieder durchschießen, ich nicht. Kommt Leute, das kann doch jetzt echt nicht so schwer sein, dass wir diese... Es ist eine Tür! Ja, die können mal durchs Fenster und dann Granaten und so reinwerfen, aber der könnte noch nicht alle erwischen. So, wir müssen jetzt mal vorne ein bisschen wieder rankommen und einfach nur in die Halle. Schusswaffe, da wird doch was gehen. Das geht nicht so, wie sie sein sollte. Scheißegal. Scheißegal. Nehmen wir mit.
Weißt du, das sind so Leute, wo ich mich frage, wie können die das schaffen? Und dann wird der Punkt noch eingenommen. Wie denn? Warum denn? Was denn? Das kann doch nicht sein. Glück. Und das reicht. Das reicht einfach, ne? Es ist einfach immer so schlecht verteidigt. Immer so schlecht verteidigt. So, wir laufen. Versuchen hier nochmal wegzukommen. Ob ein Posten aufgeht oder so, das kann ja alles mal passieren. Wir hatten aber noch einen zweiten Posten da, der war unmittelbar in der Nähe und wir kriegen es nicht hin, um zu verteidigen. Artillerie, огонь по квадр... Понял, подтверждаю огонь. Ja, Artillerie geht rein. Ich würde gerne einen offensiven Punkt bauen. Hier stehen wir ziemlich offensiv. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt. Das, Leute, das kann immer echt nicht sein. So einfach reinkommen. So einfach hätte ich es gerne immer. Scheiß drauf, geh rein. Ja. Lass mich raten. 3, 2, 1. Der Punkt wird eingenommen. Das hat keiner hinten gebaut. Das ist wieder... Sehr, sehr schlecht verteidigt. Sehr, sehr schlecht verteidigt. Das ist Wahnsinn. Ja, also drüben hätte ich gerne mitgespielt. Kein Gegner im Punkt. Weil wenn du mich rausrechnest, war keiner mehr da. Ich komme jetzt nicht mehr ran. Weißt du, wenn du dich drauf verlässt, dass einer da im Posten sitzt. Den Posten aufbauen. Das ist mein größtes Problem. So, jetzt sind wir wenigstens so einem Punkt. Und wieder wird irgendwo eine Ecke gekämmt. Jetzt werde ich gleich den MP-Schützen weggeräumt. Werfen. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja. Die rennen einfach immer hinten an mir vorbei und keiner ist da und nichts passiert. Wenn ich da mal spawnen könnte, das wäre toll. Da jetzt spawnen und dann hinten rum, dann könnte ich da rankommen. Aber ich darf ja hier gar keinen Punkt mehr spawnen, so richtig. Darf ich da jetzt spawnen oder nicht? Nein, darf ich nicht. Warum auch? Wahrscheinlich ist wieder irgendwo einer in der Nähe.
Weiß ich nicht, der ist gerade kacken oder so und deswegen geht das nicht. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Wie kann man nur so viel Lack haben? Was, понял? Огонь! Letzte Amtshandlung. Das muss hier wieder schnell gehen. Ja, ich hau ihm ins Gesicht, aber ich habe kein Bajonett drauf. Artillerie habe ich zu weit nach links gesetzt, zu weit nach rechts gesetzt. Jetzt darf ich spawnen, aber bis dahin ist das Spiel vorbei. Wenn die Truppe jetzt nochmal außen drum rumkommt, dann haben wir nochmal Chancen. Dann können wir es schaffen. Wenn ich die jetzt noch einmal zurückwerfe. Weißt du, so weit hinten mit dem Panzer zu stehen, ist schon der Wahnsinn. So extrem weit hinten mit allem zu stehen, ist immer wieder genial. Ich höre auch nichts. Ja. Der noch trifft. Schade, das wäre schön gewesen. Ah, die sind schon zurückgedrängt. Gut, dann haben wir tatsächlich nochmal einen Endfight. Artillerie erst in 6 Minuten, 2 Minuten. So weit aufrücken an den Hügel, wie es geht. Egal, drei weggeholt, einer bleibt. Wir haben immer den noch den Posten auf der linken Flanke, das ist gut. Solange wir den Posten hier haben, sehen wir echt gut aus. Wir werden jetzt hier noch versuchen, ein bisschen Hardcover-Deckung auf freier Fläche zu haben. Wenn er es heute noch macht. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Okay, wir haben keine Zeit dafür. Zeit muss sein. Vollste Konzentration heute hier, sonst wird das nichts. Sekunden. Hab ihn nicht gesehen. Da bringt ihm nichts mehr. Es sei denn, jetzt ist keiner von uns im Punkt und wir verlieren das Spiel nur, weil ich jetzt gemeint habe, dass ich nach vorne gehe. Das ist aber natürlich Standard, ne? Das ist eigentlich schon fast Voraussetzung, dass wir immer auf der letzten, dass der letzte Gegner es immer reinschafft in den Punkt. Und dann haben die sogar immer noch Glück irgendwie. Das ist dafür eigentlich nicht ausgelegt, aber ist egal. Echt viel Glück gehabt, dass wir das jetzt gerade noch gewonnen haben. Das ist eigentlich grenzt wieder an ein Wunder. Richtig, richtig knappe Kiste. Ja,
diesmal waren wir auch mit drei guten Leuten vorn. Die anderen hatten auch was. Ich war heute echt nicht gut drauf. Ja? Das war zu merken. Aber es reicht immer noch, um oben mitzuspielen. Und hätte ich heute wieder komplett versagt, wäre hätten wir auch verloren. So war es noch in Ordnung. Aber war knapp. Ich bin geschafft.